Recht herzlich willkommen zur 148. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal ein bisschen durchgeforstet und müssen noch weitermachen. Wie man hier sieht, ist hier total viel brachliegend. Und ja, ich glaube, wir können da einiges an Industriegebieten wegmachen. Hier in diesem Bereich. Ja. Das machen wir mal hier ganz weg. Damit er nicht. Das geht über den Park dran. Hier noch ein bisschen was weg. Und hier sind natürlich noch ganz viele Häuser, die man vielleicht auch abreißen sollte. Ne? Machen wir den Strom an, dann sieht man das besser und dann abreißen. Müssen ja auch noch ein paar neue kommen, und wenn alles reserviert hier ist, dann funktioniert das auch nicht so doll, ne? Ich glaube, wir haben auch eine Verbindung über die Windräder da dran, also wollen wir uns da auch keine Gedanken machen. Das Industriegebiet ist allerdings als einziges wahrscheinlich gut erschlossen mit Strom und so, ne? Aber wir machen das trotzdem mal weg. So, jetzt nochmal hier erst gerade rein. Das nehmen wir weg. Die lasse ich mal. Dann gehen wir wieder in die Stromansicht. Und reißen noch ein paar Gebäude ab. Da ist noch, wie gesagt, über den Park die Verbindung da. Ja, gut. Hier in dem Wohngebiet ist natürlich auch sehr viel. Glaube, hier war ein Industriegebiet auch, ne? Ich mach das mal weg, die beiden lass mal. So, wir haben 37.300, es geht da voran weiter. Zuwachsrate ist auch noch okay mit 150. Jetzt machen wir hier erstmal die brachliegenden Häuser wieder weg. Dann sind die da nebenan auch alle ein bisschen besser zufrieden wieder. So, das weg, das weg. Das war ein Baum, den ich abgerissen habe. Ja, hier wird es dann auch irgendwie gleich wieder leer werden. So, hier nur drei. Okay. Fußballstadion hat aber noch eine Verbindung. Jetzt hier nochmal rein. Ein bisschen hier auch durchgehen. Da stehen Häuser drauf, da nicht. Dass wir hier ein paar weniger Flächen haben. Weil Arbeitskräftemangel ist ja auch da. Macht da nicht unbedingt Sinn, dass wir hier so viele Flächen haben, ne? Das weg, das weg. Da steht eins drauf, da nicht. Das weg, das weg. Hier ist noch. Da steht eins drauf. Später können wir das ja auch wieder alles aktivieren, aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gucken, dass wir das hinkriegen. Dass nicht überall gebaut wird, sondern willkürlich, dass wir so eine mehr, ja, jetzt machen wir es auch Richtung Willkür eigentlich, das aussortieren, ne? Hier solche Randgebiete, das macht Sinn, dass die weg sind.
Ja. So, die sollen da erstmal wachsen, damit es dann vorangeht, ne? Nochmal nach Strom umschalten und dann den Bagger holen. Und dann können wir hier nochmal weitere Tätigkeiten machen. Wir haben jetzt auch wieder über 200 Zuwachs. Tendenziell bin ich dann leicht geneigt, hier zuzuschauen, dass wir nochmal die Steuern erhöhen wieder langsam. Weil da, wir müssen auch an Geld kommen, ne? Ist klar. Was ist denn, versteckt sich dahinter? Gut. So, hier sieht es ganz gut aus jetzt. Da oben ist noch was. Gut, lass uns mal gerade ins Budgetfenster wieder gehen. Oder lass uns erst schauen, wie zufrieden die sind. Das war hier, ne? Nee, da war das nicht. Wo war das denn nochmal? Aber wir können hier auch Gesundheitswesen, ist das ja. Das ist voll hoch. Und hier Friedhof, Begrabung, Kapazität haben wir 130.000, auch reichlich. Und Krematorium bis zum Anschlag. Hatten wir schon, ist klar. Ach, der Smiley war's. So, und hier sind wir immer noch bei den Bürogebäuden 96, Industrie ist 91. Ja, wir müssten da nochmal noch steigern. Haben wir da 6er? Da können wir 8er machen. Hier 1, 2, 4, 5 machen. Na, können wir auch 6 machen. Hier auch 6 machen. Und das lassen wir mal mit 3 laufen. Gut, Budgets. Da müssten wir eigentlich hier solche Sachen müssen wir wieder auf 100% bringen und dann schauen, dass wir was abschalten. Na, das hatte der Höhlenhund 123 gesagt, ne? Das macht Sinn. Ich mache das mal hier schon mal auf 100%, genauso wie den. Und beim Strom war das genauso und dann lieber was abschalten, ne? So, Windkraftwerke sollen teuer sein, hat er geschrieben. Dann sollten wir da mal gucken, dass wir da diesen Weg gehen und da was abschnallen dann. So, das mal weg. Hier sehen wir so aus. Und da haben wir jetzt Anschlag. Und so sollten wir die teuren Windkrafträder abschalten. So, da müssen wir da rein und das ausschalten. Das machen wir mal so. Das aus. Das aus. Das auch aus. Gut. Wir müssen immer schön im Auge behalten, wie viel wir haben, ne? Aber das ist ja noch hoch. Hier machen wir auch eins von aus. Das lassen wir da laufen. Hier hinten mal noch ein ganzer Windpark. Da können wir definitiv welche dann von aus machen. So. Die anderen lasse ich laufen. Dann gehen wir hier rüber. Hier ist auch eine ganze Ecke. Noch fällt der Strom nicht runter. Der ist schon aus. So. Noch was. Aber den nicht. Wir machen mal hier den äußeren Bereich. Nicht, dass wir nachher keine Stromverbindung mehr haben nach drüben. So. Da ist ja die Leitung. Und ich glaube, das können wir auch so lassen. Das ist ja noch an hier. Das ist auch noch da verbunden. Funktioniert schon. Komm, eins nehmen wir noch weg. So, dann haben wir hier drei. Machen wir eins von aus.
Hier sind noch welche. Das lassen wir laufen. Und dann nehmen wir hier welche weg. Die Stromverbindung bleibt sogar bestehen, obwohl die nicht laufen, ne? Kann das sein? Sieht so aus. Strom fällt auch noch nicht ab, aber wir haben ja auch auf 100% gestellt, ne? So. Da hinten sind zwei. Das ist eins. Da stehen welche, ist auch klar. Hier hinten können wir noch ein bisschen, denke ich, was wegnehmen. Drei weg. Strom fällt noch nicht runter. Hier die Offshore-Anlage. Die sind ja auch nicht gerade billig, ne? Die sind sogar teurer wie die auf Land, glaube, ne? Wahrscheinlich bringen die aber auch mehr Saft. Ne, den dahinter wollte ich haben. Den auch noch aus. So rummachen. Ne, ist schon aus. Den noch aus. Strom fällt noch nicht runter, also hier sparen wir gerade richtig viel wohl. So. Das lassen wir den Rest. Wo haben wir denn noch so viele? Hier. Können wir da definitiv was ausmachen. Und den auch noch aus. Haben wir. Ja, hier hinten sind dann noch ordentliche Windparks, die wir da auch runterschalten. Weg. Zwei lassen wir. Haben Verbindung nach hier, ist auch gut. Dieses Viertel wird natürlich hiervon versorgt, ne? Jetzt fällt es auch da langsam runter. Also alles gut. Ja, was der Höllenhund noch geschrieben hatte, unsere Dingens hier produzieren ja auch was, ne? 12 Megawatt Strom. Nur das Blöde ist, dass wir es nicht angeschlossen kriegen, ne? Oder? Oh, vielleicht doch. Aber da müsste hier was wachsen, ne? Das ist das Entscheidende. Dafür müssten wir jetzt hier irgendwelche Gebiete machen, die dahin wollen. Ich glaube, wenn wir mal jeden zweiten machen, könnte das auch funktionieren. Aber ob das sich dann hier verbindet, ist noch die nächste Frage. Ich glaube, die Brücke wäre zu groß. Der kann bestimmt dann auch weg. Ah, das kann sein, dass es nicht klappt. Darüber. Das wird zu wenig sein. Andere Möglichkeit wäre, mach das nochmal an mit dem Strom. Hier rüber geht's. Dann haben wir den Strom aber auch nur hier und würde hier. Wenn da was wäre. Da ist aber, ne? Können sie bauen, ja. Also da müsste man hier lang gehen. Ja, was bauen wir da hin? Das ist die gute Frage, ne? Wäre jetzt erstmal egal, was man baut. Hauptsache, es ist eine Verbindung da, ne? So. Ich glaube, das würde nicht funktionieren hier. So, das wäre eine Verbindung nach da. Und dann würde der Strom wie laufen? Von da nach da und von da darüber nach da und dann in die Stadt, wenn es denn hier wäre. Ja,
Da müsste nur wer was bauen dann. Aber wir können das ja ein bisschen mischen. Vielleicht kriegen wir es dann hin, wenn da was gebaut wird von verschiedenen Anforderungen. Gut, haben wir soweit. Wir sind bei 40.336, 366 sogar. Ne, das war der falsche, den wollte ich. 94, 89. Ja, Zufriedenheit ist da. Ich gehe nochmal ins Budgetfenster, erhöhe die Steuern nochmal passend. 9, 9 oder hier machen wir sogar 10. Hier gehen wir auf 9. Da auch. Hier gehen wir auf 5. Also machen wir hier 6 und da 5. So, budgetmäßig. Lassen wir so erstmal stehen. Und wollen hoffen, dass weiter wächst. 320 haben wir da unten jetzt stehen. Ist eine große Zahl. Muss nur werden. 10.000 sind wir hier weniger geworden. Das sind so 120 jetzt. Und die Steuern kommen gerade rein. Dafür sinkt das natürlich hier auch. Oder? 276, 260, ja. 110, 111. Geht unter die 100 vielleicht. Gut, dann kommen wir da auf jeden Fall voran. Oh, hier blinkt noch was. Da müssen wir gerade nochmal reingucken. Kein Platz mehr. Machen wir leer. Den auch. Habe ich das leer gemacht jetzt oder abgeschaltet? Ne, leer. Leeren. Habe ich das nicht letztes Mal schon gemacht? Ne, das waren die hier vor dran, glaube ich. Mehrere Probleme. Und wenn wir jetzt hier irgendwo einen hätten, aber den haben wir natürlich noch nicht mit diesem Recycling-Symbol drauf, dann würde ich das auch abschalten wollen, weil, ne? Die brauchen wir dann auch nicht. Wie sieht es mit der Verbindung hier aus? Wird auch nicht rübergehen, denke ich mal. Ist auch ein Problem. So, verfügbarer Strom wird jetzt weniger, wie man gerade sieht. Müssen wir dann auch im Auge behalten, ne? Hier unten die Balken erscheinen noch nicht. Wir haben alle Flächen noch reichlich vorhanden. Hier sind wir jetzt tatsächlich unter 100.000 gerutscht, aber da sind wir nochmal 324.000 drauf. Okay. Gut. Noch einen Blick hier erhaschen. Okay, das dauert eine Weile wahrscheinlich, bis die dann aufhören zu blinken. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. 40.000, das schon wieder drüber. Wir wachsen weiter. Hier können wir nächstes Mal weiter anpacken, dass wir da noch was wieder aufräumen. Ja, und dann schauen wir. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.